Nun denn, ansonsten ist Köln eine schöne Stadt, muss ich sagen. Und ich habe ein Buch geschrieben über meinen Lieblingsbäcker, der wohnt am Rande Kölns mit seiner Bäckerei und in seiner Bäckerei. Und er veräppelt seine Kunden immer. Das ist das, was ich an ihm sehr mag. Deswegen ist er ein Antikapitalist aus Versehen, kann man sagen, weil er vergrault relativ viele Kundinnen und Kunden. Und das treibt sie dann zu Backwerk, was ihn wiederum völlig abfuckt, weil er hasst diese Ketten. Er macht wirklich alles selber, ist ein uriger Bäcker und eben zum Leidwesen seiner Kunden auch die Verkaufsgespräche. Und ich möchte euch zwei Dialoge aus diesem Buch vorlesen. Es trägt den Titel Beim Lieblingsbäcker und der erste Dialog heißt Dinkel. Kundin, ich hätte gerne irgendwas mit Dinkel. Bäcker, ich auch. Es könnte hier schon vorbei sein. Es ist ein guter Anfang, finde ich, aber es geht natürlich noch weiter. Kundin, sehr witzig, im Ernst, haben Sie keine Vollkornprodukte mit Dinkel? Bäcker, ach so, ja klar, nehmen Sie doch den Donut hier vorne, da ist Dinkel drin. Kundin, der mit den bunten Streuseln, das ist doch pure Chemie. Außerdem ist ja daraus Weizen, oder? Bäcker, das ist alles Dinkel. Kundin, jetzt reicht's mir, aber diese bunten Streusel sind nie im Leben aus Dinkel. Bäcker, ja, das stimmt, das ist Ecstasy, richtig guter Stoff. Wenn Sie einen davon essen, ist alles aus Dinkel, was Sie sich vorstellen können. Der Postbote Dinkel, die Zeitung Dinkel, selbst der Dinkel an sich wird auf Trip noch dinkliger. Das ist Spezialmaterial vom Feinsten, extra für Bäcker. Kundin, Sie haben noch einen Knall, ich gehe jetzt zu Kamps. Bäcker, ist ja gut, war ein Witz, hier ist ein Dinkelvollkornbrot. Kundin, jetzt bin ich skeptisch. Bäcker, zu Recht, wenn Sie das essen, wird alles zu Ecstasy. Der Postbote Ecstasy, die Zeitung. Kundin, jetzt ist Schluss. Bäcker, ist ja gut, alles normal, keine Sorge. Macht dann 90 Euro. Kundin, 90 Euro? Bäcker, ja, ja, dafür nur die besten Zutaten. Kundin, ich krieg die Krise. Bäcker, ich mach da nur Spaß, 3,60 ist der Preis. Kundin, na Gott sei Dank. Bäcker, ja, ja, aber die Wirkung ist unbezahlbar. Es sind Dialoge für die Ewigkeit, meine Damen und Herren. Ein guter Typ. Ach, guck mal, ja, das ist natürlich peinlich, wenn zwei Leute... Extra für euch geübt. So. Der nächste Dialog und schon der letzte Dialog des heutigen Abends, ich habe nämlich noch einen anderen Text, heißt Wirre Zeiten. Man kann übrigens das Buch auch kaufen, wir haben die Hälfte aller Bücher schon verkauft, aber ich sage nicht, wie viele wir gedruckt haben. Einfach um den Moment nicht zu zerstören. Ich kann nur so viel sagen, es ist eine sehr hohe einstellige Zahl. So, es geht weiter. Übrigens habe ich hier nicht viel Zeit. Ich habe nur 10 Minuten Zeit, aber wenn ihr mich mal was länger sehen wollt, dann macht doch einfach ein Foto. So, jetzt kommt der Dialog. Wirre Zeiten. So, Contenance. Kunde, ich hätte gerne irgendwas Dünnes. Bäcker, wie wär's mit Alufolie? Die beiden Sätze am Anfang sind immer die besten. Das ist, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Kunde, ha, der war gut. Nein, nein, ich meine irgendwas, das ich gut unter dem Mundschutz herschnabulieren kann, ohne ihn absetzen zu müssen. Bäcker, mit Verlaub, das ist die bescheuerste Bestellung überhaupt, wenn ich das so sagen darf. Aber wissen Sie was, ich habe hier zufällig noch 250 Hostien. Die waren eigentlich für die evangelische Kirchengemeinde. Kunde, ja, aber die Evangelischen haben doch gar keine Kommunion. Bäcker, ja, ja, genau, deswegen brauche ich die nicht mehr. Kunde, ja, aber wieso haben Sie die denn überhaupt gemacht? Bäcker, präventives Backen. Ich dachte, die passen sich auch irgendwann an den Mainstream an, aber denkst du, sture Protestanten sind das. Kunde, ja, aber warum geben Sie die Dinger nicht einfach der katholischen Gemeinde? Bäcker, na, Sie sind mir ja ein Opportunist. Nee, 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 ich habe auch meine Prinzipien, ich bin Team Luther. Kunde, das ist nicht Ihr Ernst, die wollen mich doch auf den Arm nehmen. Bäcker, das stimmt, war ein kleiner Spaß, das Einzige, woran ich glaube, ist Graubrot. So, was wollen Sie denn jetzt? Kunde, heißt das, Sie haben gar keine Hostien? Bäcker, natürlich nicht, aber ich kann Ihnen eine Bandnudel anbieten, die ist ebenfalls sehr dünn. Kunde, ach, Sie machen auch Nudeln? Bäcker, nee, nee, ich habe gestern beim Italiener bestellt und da ist noch was übrig. Kunde, dann nehme ich ein Graubrot. Bäcker, das kam unerwartet, nun denn. Die Wege mancher Herren sind unergründlich. Wollen Sie noch einen Wein dazu? Kunde, hä? Bäcker, naja, das ist der Leib Christi. Kunde, jetzt reicht's, der religiöse Bogen ist überspannt. Bäcker, das war doch nur ein Witz, hier ist Ihr Brot. Kunde, was kostet das? Bäcker, ach, das ist umsonst, teilen Sie es einfach mit Ihren Jüngern. Kunde, Sie sind bekloppt, ich habe keine Jünger. Bäcker, zu dumm, dann macht das 5,90. So, es sind
Vielen Dank, Leute.